Moin Leute, willkommen zum Folgenmarathon. Ja Mensch, ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe ihr seid auch gesund. Jetzt hier am dritten Tag dieses wunderschönen Jahres. Und jo, machen wir weiter. Machen wir weiter mit dem, wo wir aufgehört haben. Wir sind hier richtig... Richtig mal ein Rohr verlegt. Wir haben mal richtig ein Rohr verlegt und ja, es muss einiges weichen. Wir wollen eigentlich draußen Silos setzen, aber es kommen eben keine Silos. Das ist eben auch nicht wichtig, denn wir machen andere Dinge. Wir bauen Silos, wir machen, also was heißt... ist nicht wichtig, es ist schon sehr wichtig, aber dass die Rakete ausreichend Treibstoff hat, ist ja genauso wichtig, weil sie startet nicht, wenn sie keinen Treibstoff hat. Dann haben wir mal eben das da hinten noch, sind wir am Umlegen und hier und da und dort und überall. Wir haben 1000 Baustellen angefangen und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir auch mal eine beenden. Und es sieht aber gut aus, es sieht wirklich gut aus, man muss es sagen, es sieht gut aus, wir sind gut dabei. Wir sind auf jeden Fall super fokussiert und das macht auf jeden Fall Freude. Jetzt haben wir hier die Sprittechnologie mit Tank komplett umgesetzt. Ja, und ich überlege gerade, die Treibstoffproduktion mit hier hinten anzuschließen. Oder wir machen die Treibstoffproduktion. Der ist aber schon voll. Treibstoffproduktion hier mit dran. Aber der ist halt auch noch nicht voll, ne? Rakete und Raketentreibstoff. Die Treibstoffproduktion muss ja unabhängig davon sein. Rein leitungstechnisch muss die Treibstoffproduktion eben hier vorne auch mit gesteuert werden. Werden wir sehen, wie wir das hinkriegen. Ja, wir haben unsere Trinkstation abgebaut. Ist so, mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Absolutely not, muss ich sagen. So, das eine Kabelchen haben wir auch weg. So, das heißt, Treibstoff ist fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Sauerstoff, Stickstoff neu verbinden. Und dann möchte ich das gerne hier vorne ein bisschen umbauen. Und auch schick machen. Ja, das ist ganz einfach so. Der Tank ist da ja weg. Und diese ganze Geschichte kann da oben ruhig ran eigentlich. Ja, ich kann da oben ran. Können wir mal nette Gratings bauen. Und dann mache ich hier ja keine Ahnung. Ich wollte hier irgendwo Scheiben machen. Aber hier hinten kommt definitiv der Quatsch, der wird ja rübergesetzt nach hier. Na, das ist so. Der kommt Shooter, kommt auch weg. Definitiv. Ja, genau das wollte ich. Ich wollte dich auf den Boden schmeißen. Zack, und wieder voll. So, jetzt müssen wir mal hier ein paar Wände. Wir haben so viele Wände abgebaut. Es ist absolut unfassbar. Wir wollen mal ein paar Wände wieder aufbauen, ne? Zack. Zack. So. Und zack, zack und zack und dann sieht das doch ganz nett aus. Zack, zack. Wird hier alles verkleidet, alles wird schick gemacht. Ja, die Wände hier hinten, die können auf jeden Fall da bleiben. Das ist so.
Ja. Patsch, 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 patsch. Schnell mal noch zugepflanzt. Und dann sieht das auch alles sehr einladend aus. Oh, die Wand, die muss da dringend ran. Sehr dringend. Ist die einzige war, die fehlt. Ja. So, und dann können wir auch Wände wieder aufnehmen. So, denn hier, das kommt ja definitiv alles weg. Dass der wegkommt und wegbleibt, der Computer, der da unten, das kommt ja wirklich alles weg. Ja. Definitiv. Ein Handrill. So. Für unsere Störung haben wir noch so richtig keinen Platz gefunden. Können wir aber dahin machen. Da rückt ja nur eins rüber, sodass wir mit den Anzeigen klarkommen und dass wir einen guten, schicken Ein- und Auswurf haben. Das ist ja so. Dann können wir auch hier mal die Ecken schon mal wegnehmen. Zack, 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 zack. Das geht hier alles rucki zucki. So, machen wir alles nackig. Wird ja schließlich alles neu gemacht. So, jetzt ist es aber so, dass wir hier eigentlich... Ja, man könnte jetzt noch die Trinkstation, wenn man eh schon mal dabei ist, schnell wieder in Gange bringen hier. Ja, und das machen wir auch. Müssen wir uns ein bisschen bücken, um Getränk zu ziehen. Das ist einfach so. Aber besser als gar nichts. Zack. Zack. So. Haben wir das wieder vollständig? Wir haben noch so ein Ding, ne? Ja. Gut. Und dann könnte da auch wieder Wand hin. Oben gleich eine gelbe. Zack, zack. Nein, das ist eben einfach so. Gut, da sind wir ja noch nicht fertig. Aber nichtsdestotrotz. Die Corner drauf. Na, die Corner schon mal drauf. Noch eine Corner drauf. Perfekt. Die Ansicht doch schon mal wieder gerettet aus. So. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das sieht alles schick aus. So, der Computer muss hier weg. Der Knopf muss hier weg. Die ganze Verkabelung muss hier weg. Ja. Der Batschalter muss hier weg. Das ist auch so. Der Batschalter muss hier definitiv weg. Der hat aber aktuell noch keinen anderen Platz, ne? Das ist man so, weil da sind Kabel bestimmt hinter und hier geht ja das Rohr hoch und so weiter und so fort.
sieht es eigentlich dahinter aus? Passt da ein Battery Chugger hin? Ne, passt nicht hin. Schade. So, dann muss den erstmal weichen. Ist nicht so schlimm, ich habe ja einen Batteriecharger. Ich habe ja einen. Und dann nehmen wir den auch. Zack. Fertig. Damit ist die Wand aber frei. Und das ist ja das, was jetzt erreicht werden sollte. Damit ist die Wand frei. For the door. Könnte man natürlich gleich Doppelsteuerung machen, ne? Oben und unten. Wenn man das macht, dann hat man natürlich genug Reserven. So. Definitiv. Definitiv. So. Wir haben kein Eisen mehr vor Dor. Mehr geschätzt als gewusst. Aber vermutlich nicht. Wir haben einen Computer, der unnötig Strom verbraucht. Und hier haben wir einen Recycler. Der einfach nur keinen Strom hat. Aber dann kriegt er halt Strom von da an. Der hatte noch irgendwas drin. Ne? Wir nehmen mal Rohre mit, und zwar alle Rohre. Weil darum geht es jetzt prinzipiell. Rohre schreddern. Hier sollte jetzt Eisen rauskommen. Schade. Schade. Und unser Riesending hat ja immer noch keine, unsere Zentrifuge hat ja immer noch keinen vernünftigen Platz. Haben wir sie schon wieder auf, aber sie brauchen. Und jo. Ist aber auch ein Mörderteil. Aber warum nicht eigentlich hier hin? Kann auch am Trafo Licht mithängen, spielt überhaupt keine Rolle. Wäre mir sogar lieb, wenn das am Trafo Licht hängt. Bin ich ehrlich. Weil wenn die mal nicht geht, ist es Es ist ja nicht schlimm. So, was braucht der Ding? Steel Sheets haben wir. Und der Welding Torch. Wrench. Jetzt der Welding Torch. So. Reagent Mix.
So. Was haben wir hier noch? Wieder Eiert. So, weiter geht's im Text. So, jetzt haben wir hier Eisen. Eisen. Für eine Tür. Eisen vor eine Tor. Vor eine Tor. Tor. Eine bitte nur. Dankeschön. So, und hier ist es gleich. Ich mache hier einfach gleich zwei hin. So, weil die Steuerungsgeschichte kriegt nun mal mehr Platz, als wir uns das vorstellen wollen. Und ja, da ist noch einer. Den versuche ich aber einzukürzen. So. Eigentlich wäre es ja geil, wenn ich tatsächlich die drei hinterm Computer packe. Der Computer hier stehen bleibt oder wir tatsächlich sogar zwei Computer hinstellen. Einen da. Das wäre natürlich insane. Irgendwo müssen die Dinger ja auch hin. Denn lieber die jetzt richtig sitzen. So. So. Mutter. Und den Computer hier raus. Dahin. So. Ja, astreiner Steuerschrank, ne? Würde ich mal so sagen. Oder Steuerschränke, Mehrzahl. So, was ich auf gar keinen Fall, doch ich muss es ja machen, ist den aufmachen. Aber das muss ja nicht jetzt unbedingt sofort sein, denn wir wollen lediglich die Rakete wieder in Gang bringen. Achso, da brauchen wir natürlich hier Treibstoffmacher. Aber gut, Treibstoff könnten wir jetzt mal so eben machen. Nehmen wir den einfach manuell einstellen. Und hier mittels diesem ganzen Kabel. Was wir eh auch zur Verfügung haben.
So. Ey. Hat jetzt einer genau nicht gereicht oder was ist los? So, das ist alles dran. So, und schon ist der auch angeschlossen. Und damit ist es besiegelt. So. Perfekt, also alles wieder angeschlossen. Alles angeschlossen, alles dran, alles fertig, alles schicki, alles schön. Computer hat Leistung und Saft. So, Input, Input 2. Input 2, 66. Input 1, so. Und dann könnte man eigentlich befüllen. Könnte man eigentlich befüllen. Dann gibt es hier nochmal einen manuellen Druckfuchs. So. Bei 140 Grad, ne? Also das ist schon ist wirklich richtig cool. Richtig cool, cool. Ja, Mann. Hm. Unsere Kühlung kühlt immer Stück für Stück. Das macht es richtig kalt. Jawohl. Jetzt haben wir die ganze Finesse-Steuerung umgebaut, also können wir den ganz Quatsch nämlich auch umbauen. So sieht es nämlich aus. Es wird umgebaut. Weil wir müssen alle Schrauben neu einstellen. Und das macht es eben. So, Rakete. Fuel würde laufen. Wir brauchen jetzt einfach nur den Gas Fuel Mixer hier. Den schalten wir ein. Lassen uns ein bisschen, ein paar Megapascal, was weiß ich, bis 10 Megapascal hoch oder so. Dann haben wir ordentlich Druck auf die Leitung. Dann würden wir da hinten wieder alle Schrauben einstellen auf unserer neuen Steuerungsbasis. Und dann könnten wir tatsächlich loslegen und die Rakete starten lassen. Der Eisraum würde schon funktionieren. Grob. Wäre der einsatzbereit? Wir sind immer noch draußen beim Müll. Tatsächlich muss ich mir mal ein paar Frames schnappen. Hier die Rohre packe ich jetzt alle mal schön farblich einzeln hier rein, damit ich will nicht so viel lacken. Wir haben doch jetzt erst die Rohre geschreddert. Also ich werde auch vermutlich normales Rohr nicht wieder verbauen. Ich werde einfach immer isoliert machen. So. Geklappt. Hier müssen wir jetzt manuell ein bisschen aufpassen, da die Steuerung nicht aktiv ist.
Aber wir können ja trotzdem schmelzen. Ja, das ist halt das Geile. Wir können trotzdem schmelzen, obwohl ja eigentlich außer Betrieb ist, komplett. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Ja, läuft doch super. Stück für Stück, aber es läuft letztendlich klasse. So, mir haben diese komischen Guest-Displays, die haben es mir so ein bisschen angetan auch. Zack. Und das mit und diese olle Diskette. Zack und zack. Und zack. Wir haben gar keine Energie. Genau, weil er war ja die Energie. Er hat gesagt, er komm hier, Rakete hier, speisen wir von draußen. Weil da ist ja Strom und so. Das ist die Frage, wollen wir das wirklich von draußen speisen? Ich meine, wir haben da eine astreine Einspeisung. Ja, aber die würde jetzt hier quer durch die Bude gehen. Warum eigentlich nicht? Das ist ja die Frage. Warum nicht? Dann geht ihm quer durch die Bude. Und wir machen es auch so. Schließen es wieder an, wie es war. Never enter rusting systems. Ich kann es ja jederzeit nochmal ändern. Spielt ja keine Rolle. So, jederzeit einsatzbereit. So. Modular Rocket Fuel Tank. Oder lass uns mal kurz hier. So. Eine Fuel Input. Inner Fuel Output. Wenn ich zwei anwähle. Ach so, dann nimmt den Average. Oh. So, und den könnte ich hier auch noch umbenennen. Treibstoff. Treibstoff steht zur Verfügung. 2726 Megapascal. Geil wäre natürlich zack und zwei von denen. Aber die müssen ja oben sein. Leider. Sieht aber schon schick aus, auf jeden Fall. Ja, ich versau mir aber jetzt die Ansicht nicht. So, SW-Anlage ein. SW-Erlaubnis. SW
Pakete. Automatik. Rakete. Und rück. Rückkehr. Rückkehr, Rückkehr. Oh, was weiß ich. Stoff. Rakete. Status. Und hier wird noch ein amtliches SW. So, haben wir das also eigentlich auch schon abgeschlossen. Zip, 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 zip. Können wir das mal wieder ein bisschen aufhübschen. Klack. So, und dann ist das schon erledigt. Kleine, süße Startgeschichte. Ja, finde ich ja klasse. Das da oben mit den leuchtenden Pflanzen, ich finde das echt schick. So. Jetzt müssen wir draußen Silos bauen. Brauchen wir also eine Menge Frames. Wir brauchen Gratings. Brauchen keine Karte. Schlechte Idee gerade, ne? Mit rausgehen und so. Wir haben noch Logic Memory, der ist da oben. Wir haben Sensoren. So, wir haben Idealkabel. Ding, was wir nochmal brauchen werden. Wir haben zwei unterschiedliche Wandfarben. Wir haben nochmal. Wir könnten jetzt schnell mal rumgehen. Alle, die wir schon fertig gebaut haben, die wir fertig bauen können. Fertig bauen eben. Gehen wir einmal rum. Und ich habe ja noch ein paar an der Wand geklatscht. Guck mal, hier fehlen zum Beispiel die Scheiben. Ja, Scheiben. Überall Scheiben drin. Das sieht erstmal gut aus. Da oben ist ja noch nichts intern, also innen. So, hier fehlt noch alles. So, dann machen wir halt administrative Aufgaben kurz. Oh, haben wir noch irgendwo was ohne Fahrschein? Da hinten. Klack, klack, klack. Alles schön vollgebaut. Wollen wir noch irgendwo was Gebi ganz fertig machen? Da oben zum Beispiel der eine. Wer da fehlt. Ansonsten habe ich hier halt alles, da fehlen die Ecken, die werde ich gleich noch ranmachen. Und ansonsten sind wir hier schon wieder. Ja. So. Und
Wenn wir in der richtigen Bahn fahren. So, dann haben wir das nämlich auch mal ein bisschen angegriffen wieder. Die Basis aufzuhübschen. Ja, das ist ja so. Wenn man es eben schön haben will, dann muss man sich immer auch drum kümmern. Den dahin. Denn Häppchen für Häppchen. Häppchen für Häppchen. Ein Stück Unglück. So. Fühlt man sich auch gleich ein bisschen wohler, wenn die Wand mal ein bisschen dicker wird. So, können wir den ganzen Kram noch pinseln. Einmal mit dem Pinsler rum. Wir nehmen den. Wir nehmen den und wir nehmen den. Oh, Energy. Ja, kann ja meinetwegen. Hier kommt ja noch mal eine Tür rein. So eine ganz normale Tür. Das heißt, hier in dieser Richtung muss er gelb werden. Können die Energie da ruhig orange lassen. Ne, an der Stelle. So, auf jeden Fall. So, da habe ich es ja schon. Sehr schön, oder? So, und hier können wir ja meinetwegen Rot nehmen als Streifen. Schönes, freundliches, da Orange, da Gelb, da Rot. Da unten ist Blau. So, Area-mäßig. So, Area-mäßig. Immer mal wieder was anderes. In die Scheiben. Da fehlen die Scheiben. Oder unten. Area-mäßig. White. So, und dann könnte man hier eigentlich gleich mal die Decke weiß streichen. Zumindest so weit, wie man kommt. So, Sturm ist weg. Wir sind vorbereitet. Nicht ganz, aber fast. Wir haben Hunger und Durst. Das heißt, wir trinken was. Wir bauen auch hier den einen wieder drauf. Gehen hier hoch. Gucken, dass wir hier unsere 5 austauschen. Und dann müssen wir bald mal wieder was anpflanzen. Und bauen jetzt draußen erstmal ein Silo hin, wo diese ganze drei Sachen denn hinkommen. So. Und das Silo müssen wir so hinbauen, dass es so weit aus dem Weg ist, dass wir das nachher quasi mit ein bisschen Aufwand leer kriegen. Aber dass das nicht weggeschmissen ist. Weil ich möchte auch mit einem Solid Generator gerne aus der Kohle Energie gewinnen im Zweifelsfall, bevor ich sie, na gut, nächste verkaufe, ist ja auch eine Form von Verwertung, ne, letztendlich Geld. Ja, letztendlich ist es irgendwo Geld.
Und dann nehmen wir hier irgendeinen sich irgendeinen Spezialisten, Kontakt. So, wir müssen uns natürlich auch anziehen dementsprechend. Ja, wir brauchen. So, das ist alles da. haben wir da, ist da, ist da. Live Support könnte man mal wieder machen. So. Wie sieht es denn hier aus? So, aus. So, zack. So. Die bleibt da tatsächlich drin. So, wir haben draußen den Typen gerufen. Wir müssen das SCB-Silo natürlich mitnehmen. Wir müssen Schutz mitnehmen. Den Schutz mitnehmen. Wir müssen das SCB-Silo mitnehmen. Mindestens eins. Ich würde gerade sagen, wenn man es nicht dahin packt, wo man es erwartet. So, gehen wir raus. Alles voll. Gut. Gut vorbereitet. Deckel ist auch zu. Perfekt. Und dann schaffen wir es jetzt endlich, seit zwei Folgen dieses beknackte SCB-Silo zu stellen. Ne, also das ist ja auch... So, darauf achten. Ich achte jetzt darauf, dass ich nichts in den Händen habe. Great. Gut. So, was wollen wir denn? Item Airlock Gate. Drei Stück. Smart Kanister. Jawohl. Medium Filtrum Nitrous Oxide. Kit Atmospherics. Jo. Heavy Filter Carbon. Jo. Portable Gasfilter. Air Kit Airlock. Hydrophonic Volume Pump. So, wir können ja nichts einkaufen. Das war ja ein goldener Tipp von euch. Battery Cell. Weg damit. Vor allem den Uran. Oh, weg. Und die ganzen kleinen Dinge. Alle weg. So, 40. So, dann haben wir noch Gold. Weg. Kobalt. Können wir nicht weghauen. Weil Kobalt ist, scheint mir unglaublich wertvoll zu sein. Aber wir müssen mal, können wir da auch was eingeben? Minus 200. Minus 200, können wir Lead weghauen? Können wir komplett weghauen. Nickel können wir nicht weghauen, Nickel ist zu viel. So. Minus 300.
Und ja. Minus 500, Enter. Zeigt es nur nicht an. Er zeigt es nur nicht an. Die können wir auch noch komplett weghauen. So, und dann füllen wir das jetzt auf mit. Mach ihn richtig arm, hä? So, confirm. Kurze, ne? Kohle haben wir da. Gut. Das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr wichtig. Das war hier mal wieder ein bisschen ein paar Slots freikriegen. So, hier ist es ja tatsächlich noch erweiterte Baustelle geworden. Ja, ne? Und hier ist es tatsächlich so, dass ich hier nochmal irgendwie, glaube ich, ja, also hier könnte ich durchgehen. Dann könnte ich halt neben der Rakete. Oder halt hier, das hier weiterbauen und die Geschichte quasi hier abfangen und die Halle tatsächlich nach hier erweitern. Bis nach hier vorne. Das wäre, glaube ich, viel cooler. Das wäre, glaube ich, viel, viel cooler. Das mache ich auch. So, also die Halle nach da erweitern. Genau. Sehr schön. So, und dann die Halle entsprechend nach hier erweitern. Und dann sehe ich jetzt hier, na gut, wenn ich hier rausgucke, hier hinten könnte ich meine drei Silos setzen. Meine drei Silos, ja. Silos zu setzen, während man auch Ausblick hätte haben können, ist natürlich so eine Sache. Ja. Ich bin ja auch immer für ein bisschen nach draußen schauen, aber irgendwo müssen die Silos ja letztendlich hin. Und hier habe ich es gut gestellt, quasi an die Innenwand, wenn man so will. Oder man nimmt es halt wirklich das hier. Und das hier wirklich noch nach da baut und sagt, okay, bam, 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 drei Silos. Und das kann ich mir jetzt gerade kurz nicht leisten. Aber es wäre der Weg dahin. Das heißt, ich werde jetzt das Silo hier einfach hinstellen. Ich werde das Silo hier einfach hinstellen. Einfach. Ja, so weit wie ich komme, würde ich sogar sagen. So weit wie ich komme.
einfach da hinstellen. Jetzt müssen wir das ein bisschen mit dem Wasting im Auge behalten. Könnte man eigentlich gleich richtig machen. Eigentlich zusammen mit dem Stromkabel. Weil wir haben richtig viele Chutes. Könnte man auch eigentlich gleich hier reingehen und mit ihm zusammenlaufen. Jetzt halt 3. Ja, und jetzt müssen wir hoch. So, jetzt sind wir am Limit. Oh, das Silo können wir gar nicht dahin stellen, ne? Wo können wir das? Oh, das ist so tricky, ne? Da können wir das Silo hinstellen. Aber das Problem ist, dass ich nicht genug habe. Also, Handrail weg das Ding. Und den ganz professionell hier auf die Ecke gestellt, sodass man eben noch laufen kann. Sodass man eben noch laufen kann, dass die Schütze da lang gehen können. So. Und dann ist es eben auf dem Weg dahin. Dann ist es eben auf dem Weg dahin schon. So. So, perfekt. Welding Torch Steel Sheets. Das habe ich zufällig noch da. Lässig Sheets leider nicht. Aber wir können. Mal wieder zuspeisen. Und schon mal wieder abflexen. So.
wir das frame-technisch abschließen hier? Frame-technisch ist ja bis hier hinten. Also auch nur die zwei, ja. Irgendwann easy. Frame-technisch sind wir schon mal gut ausgerüstet. So, kommt die Halle nach dahin, nach dahin gehen ein Stück weiter. So. So. Eigentlich musst du offen bleiben. So, der bleibt auch nur so. Schweißen wir das da hinten eben noch. Zumindest so weit wie wir kommen. So, haben wir schon mal wieder ein bisschen was geschafft. Wir sind gleich noch einmal raus. Zwecks. So, erste Besiedelung fertig machen. Und was wir auf jeden Fall noch machen können, ist Strom anschließen. Leider ist der Stromanschluss auf der falschen Seite. Und ich habe nicht genug Göbel. Das ist natürlich blöd. Aber was soll ich machen? Ich könnte ja einfach auch hier anschließen. Und dann hätte er mit mal doch genug Göbel. So. Naja, so sieht das mit mal aus. Sieht alles rosig aus auf unserer Welt. Selten, dass ich draußen bin, ne? Aber es ist schön. Dann können wir uns gleich wieder einen Händler suchen und Dinge verkaufen. Aber unser... Nee, wollte gerade sagen, Sauerstoff hat ja abgenommen, 6000 noch, aber... Nein, unser Sauerstoff hat nicht so stark abgenommen. Das ist ja unser Jetpack. Judy, ja, ey, geile Folge. Aber, also die Arbeit, die reißt nicht ab. Ne? Ich wünsche euch, 1, 2, 3, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schöne Zeit. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Der Support ist wirklich gut. Und ja, darüber freue ich mich immer. Riesig, es ist so. Freue mich wirklich drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.